Moin moin! Wenn ihr auch so gerne Sandwiches esst wie ich, habe ich heute eine tolle Variante für euch. Ein Edamame Hummus Sandwich mit Feta-Käse und Rucola. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich lege jetzt los und koche die Edamame erstmal in Salzwasser. Für alle, die Edamame nicht kennen, das sind junge Sojabohnen, die geschält oder ungeschält zu kaufen sind. Traditionell werden die ungeschälten Edamame gekocht, mit etwas Meersalz bestreut und dann wird nur das Innere gegessen, denn das ist richtig schön weich. Während die Bohnen jetzt kochen, schneide ich schon mal den Knoblauch und presse den Zitronensaft aus. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Edamame auch schon mal gegessen habt und ob sie euch geschmeckt haben. Die Bohnen sind jetzt fertig, davon nehme ich erstmal 2 Drittel für den Hummus ab und 1 Drittel stelle ich zur Seite. Die brate ich nachher nämlich noch mal etwas an. Hier gebe ich jetzt noch die Hälfte des Knoblauchs dazu, Zitronensaft, Tahini und etwas Olivenöl. Übrigens, Tahini ist eine Paste aus fein gemahlenen Sesamkörnern und darf in Hummus nicht fehlen. Passt aber zum Beispiel auch super zu Süßspeisen. Das Ganze püriere ich jetzt richtig schön durch. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist etwas Salz. Und weil ich es gerne scharf mag, schneide ich jetzt auch noch etwas Chili dazu. Mein Chili und den Knoblauch brate ich jetzt noch mit den restlichen Edamame und etwas Olivenöl an. So, die sind auch soweit fertig. Ich stelle sie zur Seite und kann dann eben noch das Brot anrösten, bevor wir zum Anrichten kommen. Während das Brot röstet, mache ich jetzt mal schnell klar Schiff. Und auf geht's. Etwas von dem Hummus. Etwas Rucola, ihr könnt aber natürlich auch Koriander oder Minze nehmen. Feta und die gebratenen Edamame. Noch etwas Salz und Pfeffer, fertig ist das Sandwich. Sieht das nicht großartig aus? Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal.